Jetzt ist natürlich auch den Recruiterinnen und den Personalisten bewusst, dass sich im Internet hunderte Ratgeber diesbezüglich befinden. Und daher formulieren sie natürlich die Frage auch immer wieder anders. Und so können Sie Fragen bekommen wie: Was würden Ihre Kollegen gerne an Ihnen anders haben? Worüber hat der Chef sich in der Vergangenheit beschwert? Was würde Ihre Mutter sich wünschen, dass Sie anderes tun? Also all diese Möglichkeiten zielen auf dieselbe Geschichte hinaus. Sie wollen alle hören, was der Bewerber selbst gerne an sich verändern würde. Was ich oft erlebe, ist, dass Bewerber und Bewerberinnen wirklich exakt auf die Fragen antworten, die Personalisten stellen. Und das überrascht mich selbst immer sehr, dass sie auf diese Frage zum Beispiel zur Antwort geben: Ich bin ungeduldig. Genauso ungünstig wäre es zu sagen: Ich bin unzuverlässig, ich bin unpünktlich, die Mama würde sich wünschen, dass ich ordentlicher wäre. Das sind lauter Antworten, mit denen sie sich einfach nicht gut verkaufen. Was Personalisten bzw. Personalistinnen auf diese Frage nicht hören wollen, sind irgendwelche leeren Floskeln. Sie sollten sich daher im Vorfeld überlegen, was sind Schwächen, die nichts mit dem Job zu tun haben, bzw. die einfach für diesen Job nicht relevant sind. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und man hört auch immer wieder so die obligate Schokoladengeschichte. Ich möchte gar nicht so sehr sagen, dass man die nicht verwenden sollte. Also meine größte Schwäche ist Schokolade, sondern die kann durchaus geschickt sein in dem Moment, wo Sie schon merken, das Gespräch geht in eine sehr amikale Richtung. Die kann das auflockern bzw. einfach die Anwesenden auch zum Lachen bringen. Allerdings warne ich natürlich davor, weil für diese Antwort braucht man Fingerspitzengefühl. Diese Antwort würde ich also niemandem raten, der noch sehr jung ist, sondern eher Personen, die schon länger im Berufsleben stehen und die im Bewerbungsgespräch mehr auf Augenhöhe sich mit den Recruiterinnen und mit den Personalisten befinden. Wie bei fast allen Fragen, die Sie im Bewerbungsgespräch gestellt bekommen, geht es eigentlich eher mehr darum, wie Sie diese Frage beantworten. Es wäre also, wie schon erwähnt, widersinnig, einfach zu sagen: Ich bin unzuverlässig. Abgesehen davon, dass das unzuverlässig in jedem Job ungünstig ist. Aber erstens einmal verhalten sich Menschen und sind nicht irgendwie. Und diese Fragen kann man natürlich auch ändern. Und je älter sie sind, desto mehr ist anzunehmen, dass sie ihre Schwächen in der Vergangenheit ausgemerzt haben. Wenn sie zum Beispiel unsicher waren beim Präsentieren, dass sie das im Laufe der Zeit abgelegt haben, weil sie zum Beispiel auch irgendwelche Präsentationskurse besucht haben. Ich vertrete auch nicht so sehr die Ansicht, dass bei einer Schwäche, dass man die nicht auch in eine Stärke umwandeln kann. Am Beispiel der Ungeduld. Das wird sehr häufig genannt von meinen Klienten. Und da kommt es darauf an, dass sie eine Situation erzählen. Weil so einfach zu sagen: Ich bin ungeduldig, da stellt sich sofort die Frage, in welchen Situationen zeigt sich das? Und Ungeduld
kann durchaus in manchen Fällen etwas Positives sein, weil es dazu führt, dass man Dinge schneller zu einem Abschluss bringt. Und genau dieses Beispiel zeigt schon, dass man eine Situation schildern muss. Man muss also nicht einfach nur sagen, ich bin so und so, sondern eine Situation erzählen, wo sich vielleicht eine Schwäche gezeigt hat. Und auch gleich dazu erzählen, wie man diese Schwäche mittlerweile beseitigt hat. Das ist das, was die Personalisten von Ihnen hören wollen. Die wollen hören, dass Ihnen Ihre Schwächen bewusst sind und dass Sie daran arbeiten. Je jünger Sie sind, desto mehr würde ich Ihnen raten zu diesem schemenhaften Vorgehen. Das heißt, schildern Sie, in welcher Situation sich Ihre Schwäche zeigt und was Sie bereits in der Vergangenheit dagegen getan haben, um diese Schwäche abzuschwächen. Wenn Sie älter sind, dann rate ich, in Interaktion mit den Personalistinnen und Rekruterinnen zu gehen, es wäre völlig widersinnig, wenn ein Mensch, der schon viele Jahre Berufserfahrung hinter sich hat, noch irgendwelche Schwächen mitbringen würden, die sich im Job zeigen bzw. im Job relevant wären. Die meisten Menschen tun sich auch irgendwie schwer, ihre Schwächen selbst zu benennen, beziehungsweise sie auch bewerbungsgesprächtaugliche Schwächen zu nennen. Das heißt, überlegen Sie sich, wo in der Vergangenheit Dinge sich ereignet haben, wo Sie sich selbst gedacht haben, dass Sie anders reagieren hätten sollen oder anders handeln hätten sollen. Oder vielleicht auch Dinge, wo Ihnen Kollegen und Vorgesetzte zu einer Entwicklung geraten haben. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass Sie bitte niemals sagen, ich bin unzuverlässig, ich bin ungeduldig. Wir verhalten uns und Verhalten ist veränderbar.